Hallo. Kennen Sie nicht das Problem, dass Sie in einer fremden Stadt ein Haus suchen und wissen nicht, wo es lang geht? Dann öffnen Sie wahrscheinlich Google Maps oder andere Kartendienste und da müssen Sie ja die ganze Zeit aufs Handy schauen. Jedes Jahr sterben so viele Menschen an Verkehrsunfällen und da haben wir uns überlegt, wir erfinden einen hochmodernen Schuh. Was unsere Lösung ist, erzählt euch Felix. Genau, die Lösung dafür sind die Vibra Boots. Das sind zwei Module, also ein Modul für jeden Schuh. Und durch diese Module, schicken ein durch Vibrationsmuster durch die Stadt. Das heißt, wenn ich rechts abbiegen muss, vibriert mein rechter Schuh. Wenn ich links abbiegen muss, mein linker Schuh. Oder geradeaus, dann vibrieren beide. So kann ich ganz intuitiv durch die Stadt gehen. Genau, zum Aufbau als Navigationsdienst nutzen wir Mapbox und das Ganze wird dann auf eine App gesendet, also man gibt sozusagen die Startkoordinaten ein, das wird übers GPS geregelt und den Zielpunkt kann man manuell eingeben, da wird dann gesucht und dann wird dann die Route berechnet und die ganze Routenführung, das Vibrieren wird dann mit einem WLAN-Hotspot auf die Vibra-Boots übertragen. So, ich würde euch mal kurz die App zeigen. Über die Kamera. Könnten wir die Kamera haben? Jugendhack präsentiert technische Probleme. Applaus! Auch hier wird am offenen Herzen operiert. Ich sehe ein Bild. Autsch. Für alle, die den Zwischenruf aus dem Publikum gerade nicht gehört haben, ich wiederhole das gerne für den Livestream. Da kam gerade ein ganz sicker Burn, da hieß es Erwachsene und Technik. Autsch. So. Ich bin ja beim Radio, wir versuchen das jetzt mal, wir gucken mal, ob das mit der Kamera klappt, aber mach doch mal, ich sag währenddessen, was passiert, allen anderen. So, aha, also hier, wir sehen ein handelsübliches Smartphone mit Icons, ein Schuh-Icon. Das Schuh-Icon wird gedrückt. Nichts passiert. Jetzt geht eine App auf. Die App öffnet sich. Auf der App sieht man zwei Schuhe und ein WLAN-Signal und einen Button, finde die Schuhe. Genau, das oben hier heißt, dass der Hotspot bereit an ist. Wie man sieht, hat sich auch schon ein Schuh verbunden. Man kann jetzt hier die Suche starten und ich würde sagen... Ein Kreis läuft. Genau, jetzt probiert es alle IPs durch und sucht die Schuhe. Alle IPs? Alle IPs. Also, in den Netzwerken. Okay. Ah, okay. So, also alle, die da sind, nicht genau. Alle, die... Okay, verstehe. Und ich würde sagen, solange das hier gerade sucht, kann man die Hardware-Gruppe erklären, wie das Ganze funktioniert. Alles klar. Genau, wen das jetzt sucht, werde ich kurz erklären, was dahinter steckt. Ihr seht es vielleicht ein bisschen, da die Kamera nicht funktioniert, kann man es schlecht zeigen. Dieses kleine Modul hier ist sozusagen ein kleiner Chip mit WLAN und der verbindet sich dann mit dem Handy. Und das Handy sendet ihm dann Befehle und dieser kleine Chip schaltet dann den Vibrationsmotor, beziehungsweise in unserem Fall jetzt eine kleine LED aus und an. Hat die App schon was gefunden? Nein. Doch, die App hat einen Schuh bereits gefunden. Ein Schuh ist da, kann, yes, wo ist mein anderer Schuh? Das Problem kenne ich auch. Wie man sehen kann, jetzt ist hier ein grünes Symbol. So, und aktuell funktioniert noch nicht alles, aber man kann ja jetzt zur Navigation gehen, sein Ziel eingeben und dann Start drücken. Und jetzt würde zum Beispiel eine kurze Übersicht noch angezeigt werden, welcher Schuh gerade vibriert. Es ist viel übersichtlicher als jede Maps-App, die ich jemals gesehen habe. Man gibt sein Ziel ein, drückt einen Knopf und dann vibrieren die Schuhe. Es ist hervorragend. So, jetzt würde das Testprogramm durchlaufen, aber das funktioniert leider nicht alles. Okay. Gut. Damit würde ich sagen, das war unsere Präsentation zu Vibra Boots. Vielleicht seht ihr die App bei den App Store. Oder yes!